Neurorehabilitation ein wichtiges Standbein der Neurologie ist, weil der ganze rehabilitative Aspekt in der Neurologie für lange Zeit vernachlässigt wurde, ist es dringend notwendig, bereits in der Intensivphase mit Neurorehabilitation zu beginnen. Und dieser Teil der Neurorehabilitation war in Südtirol nicht möglich. Aus dieser Schwierigkeit heraus hat sich die Diskussion ergeben, eine Abteilung zu gründen, die eine sogenannte akute Neurorehabilitation betreibt. Hat sich dann erwiesen, dass Sterzing ein guter Standpunkt sein könnte. Die Neurorehabilitation ist ein Fachbereich, wo über relativ lange Zeit die Patienten behandelt werden. Das heißt, ein schwer betroffener neurologischer Patient bedarf sicherlich viele Monate von Neurorehabilitation. Das beinhaltet einerseits, dass eine Abteilung eine deutliche Anzahl von Betten braucht. Zweitens, dass man trotz der hohen Anzahl von Betten relativ wenig Patienten sieht. Dieses Problem beinhaltet auch, dass das wissenschaftliche Arbeiten mit diesen Patienten sehr schwierig ist. Aus diesem Grund ist das wissenschaftliche Arbeiten in der Neurorehabilitation besonders wichtig, vor allem weil es ja eine teure Art der Medizin zu machen ist. Und es ist natürlich für uns als naturwissenschaftlich Denkende sehr wichtig, dass wir auch nachweisen können, dass das, was wir machen, wirksam ist. Aus diesem Grund hat Südtirol auch die Forschung in Neurorehabilitation unterstützt. Wir sind in der Hinsicht sehr aktiv. Wir sind eine der meisten publizierendsten Abteilungen in Südtirol und wir haben einige wichtige Themen, die wir wissenschaftlich bearbeiten, wie zum Beispiel Robotik, wie zum Beispiel die intrathekale Verabreichung von Medikamenten, wie Brain-Computer-Interface. Auch im Covid-Bereich haben wir wichtige Erkenntnisse erlangt, dass das zentralnervöse System massiv an diesem Long-Covid-Syndrom beteiligt ist. Also wir sind in diesem Bereich sehr aktiv und können auf einige Erfolge zurückgreifen. Il nostro reparto è un reparto fortemente multidisciplinare, è un team molto vasto di circa 60 operatori tra medici, infermieri, terapisti. I pazienti che trattiamo presentano una vasta complessità di problemi che richiedono fortissima integrazione di diverse discipline professionali. Abbiamo un organico medico costituito attualmente da 7 specialisti, neurologi e fisiatri. Ciascuno di loro ha una precisa area di interesse che va dalla gestione della spasticità, della deglutizione, la neurofisiologia, perché abbiamo bisogno di garantire a persone con gravi complessità mediche la migliore gestione possibile. I pazienti che curiamo hanno bisogno di una molteplicità di interventi fortemente specialistici ed è assolutamente necessario che ciascuno degli operatori coinvolti sia altamente specializzato nel proprio ambito, ma sia in grado di scambiare di informazioni, competenze e di coordinarsi con il lavoro di altri professionisti. Il nostro lavoro è sostenuto inoltre da ulteriori discipline specialistiche come la neuropsicologia, che è un ambito fondamentale nel trattamento, nello studio di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite. Gli aspetti nutrizionali sono inoltre fondamentali perché si integrano con il recupero della deglutizione e con la necessità di garantire sempre un supporto nutrizionale. È fondamentale che vi sia una consulenza specialistica in questo senso. Abbiamo inoltre un laboratorio dedicato alla neurofisiologia, che è l'ambito che studia il funzionamento del sistema nervoso in maniera non invasiva, studiando il funzionamento dei diversi circuiti nervosi centrali e periferici. Das therapeutische Angebot auf der Neurorehabilitation besteht aus Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Es ist der Anspruch der Therapien, die Behandlungen an nationale und internationale Leitlinien zu orientieren und für die Patienten ein maßgeschneidertes Therapieprogramm zu erstellen. Ein weiterer Anspruch ist es, mitzuhelfen, dem Research Department Forschungstätigkeit zu betreiben und wissenschaftliche Daten zu produzieren. In der Physiotherapie gibt es ein breites Spektrum an Angeboten und Möglichkeiten. Die Grundlage für die Behandlung ist immer eine fundierte Bewertung des Patienten mittels objektiver, klinischer,
aber auch instrumenteller Skalen. Anhand dieser Bewertungen werden dann die Hauptprobleme des Patienten ermittelt und anhand dieser werden dann Ziele definiert und ein Behandlungspfad wird erstellt. Es werden unterschiedlichste Behandlungsmethoden angeboten, unter anderem die Vertikalisierung, die frühzeitige, Tonusbehandlungen, Gleichgewichtstraining, Kräftigungstraining, Beweglichkeitstraining. Als Add-on-Training gibt es natürlich auch die Robotik mit dem Lokomat, wo ein Gangtraining durchgeführt werden kann. Den Irrigo, das ist das robotische Stehbett, wo der Patient sehr frühzeitig vertikalisiert werden kann, was von grundlegender Wichtigkeit ist. Es gibt aber auch Laufbahntraining im Entlastungsgurt, Training im Wasser, im Schwimmbad und Outdoor-Training, also draußen im Freien, wo der Patient auf unterschiedlichsten Oberflächen seine Mobilität verbessern kann. In der Ergotherapie forcieren wir die Umsetzung der funktionellen Fähigkeiten in den Alltagsaktivitäten mit dem Ziel der größtmöglichen Selbstständigkeit in den Bereichen der Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit. Wenn eine Wiederherstellung der verloren gegangenen Aktivitäten nicht möglich ist, trainieren wir Kompensationsstrategien und den Einsatz von Hilfsmitteln im Bereich Mobilität, in der Küche und im Badezimmer. Wir arbeiten interdisziplinär und klientenzentriert. Das heißt, der Patient steht im Mittelpunkt der Zielsetzung und seiner Behandlung. Er wählt, wenn möglich, für ihn bedeutungsvolle Aktivitäten selber aus. Für unsere Überwachungspatienten führen wir basale Stimulation, Mobilisation und Positionierung zur Förderung der Wahrnehmung und der motorischen Erholung aus. Die Alltagsaktivitäten finden im Patientenzimmer, im Badezimmer, in der Therapieküche oder sogar im Garten am Hochbeet statt. Häufig trainieren wir zuerst die Armfunktionen im Therapieraum oder am Therapiearmroboter Armeo, die Armfunktionen des Patienten, um im Optimalfall einen beidhändigen Einsatz beider Arme im Alltag zu ermöglichen. Vor einer möglichen Entlassung nach Hause führen wir eine Wohnraumabklärung zur Beratung zum Abbau architektonischer Barrieren und zur Hilfsmittelversorgung durch. Wir möchten unseren Patienten größtmögliche Partizipation an ihrem jeweiligen Lebenskontext mit den individuellen Rollen und Anforderungen ermöglichen. Wir in der Logopädie betreuen Patienten mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, die durch Unfälle bzw. durch schwerwiegende neurologische Erkrankungen verursacht worden sind. Ein großer, wichtiger Bereich unserer Tätigkeit ist das Schlucken. Manche unserer Patienten haben Schwierigkeiten, Getränke oder Speisen abzuschlucken. Manche haben sogar Probleme, ihren eigenen Speichel abzuschlucken. Und hier kommen wir ins Spiel. Der andere große Bereich unserer Arbeit ist die Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, wir betreuen Patienten, die Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen oder Sprache zu produzieren. Beispielsweise fallen ihnen nicht mehr die richtigen Wörter ein. Sie haben Schwierigkeiten beim Lesen oder beim Schreiben oder sie haben große Schwierigkeiten in der Aussprache und sind nicht mehr verständlich. Außerordentlich wichtig in unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, mit den Pflegern, den Ärzten, den Neuropsychologen, der Diätassistenten, mit den Physiotherapeuten und Ergotherapeuten. Unsere Arbeit ist es, tagtäglich die Patienten in ihren Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen und natürlich auch sie in ihrer Gesundheitsentwicklung zu begleiten und natürlicherweise auch Fähigkeiten und Ressourcen zu erkennen und natürlich sie zu einer bestimmten Selbstständigkeit wieder zu führen. Die Arbeit im interdisziplinären Team ist sicher eine große Bereicherung für uns alle, aber auch eine große Herausforderung. Ich denke, ich sehe meistens die Arbeit so im interdisziplinären Team wie ein Mosaik bzw. wie ein Puzzle. Jeder von uns muss einen bestimmten Teil leisten. Es trägt bei wie ein kleines Stück Puzzle, wo man ganzheitlich, wo es erst am Ende gelingt, das Puzzle praktisch fertig zu machen oder es zu schließen. Wir sind nicht nur von Montag bis Freitag hier, sondern auch von Montag bis Sonntag, 7 Tage, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Und dementsprechend ist es wichtig, die verschiedensten Tätigkeiten gut zu strukturieren und organisieren, damit das Ganze einen sehr guten Ablauf nimmt.
Questo reparto è divenuto nel corso degli anni il centro di riferimento e di competenza per l'alta complessità neuroriabilitativa. Aus der Forschung weiß man, dass es sehr wichtig ist, dass der Patient frühestmöglich mobilisiert und vertikalisiert wird und dass der Patient an seine Leistungsgrenzen gebracht wird. Hiermit hat er die Chance, seine Prognose bestmöglich zu beeinflussen. Und natürlich ein sehr großes Geschenk unserer Arbeit und eine große Genugtuung ist es dann schlussendlich wieder zu sehen, dass der Patient mit einem bestimmten Handicap zu uns reinkommt, aber auch eine bestimmte Selbstständigkeit wieder erlangt und dementsprechend sich sehr, sehr gut wieder ins Leben integrieren kann.